Sicherheitssysteme, das hört sich nicht gut an. Wie gut, dass ich Lee gerettet habe, jetzt kann ich mich in Ruhe hier umschauen, oder? Ich erstelle gerade einen Bericht über technische Fehlfunktionen. Wollen Sie was melden? Ja, mit dem Endeffektor des mechanischen Arms. Ah, was genau? Danke. Wenn ich das wüsste, würde ich es nicht melden. Die Zeitung. Aha. Hier oben geht's also weiter. Das ist also die Skyline. Junge, Junge. Nicht schlecht bewacht. Drei Sicherheitskameras, Lichtschranken und Belltower-Wachhunde. Das wird kein Spaziergang. Ja, gleich. Erstmal gehe ich hier rein. Hm. Gut. Das sind so Art Balkone nur. Und was ist das? Hacken. Obwohl wir den Code haben. Egal, hacken. Okay. 30%. Und der hat mich entdeckt. Alles klar, aber egal, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Zugriff gewährt. Sag ich doch. Danke. Okay. Ah, ich hab den Arm aktiviert. Hä, was macht der da jetzt? Nee, das ist nicht der Arm. Ach so, das ist diese Brücke. Dann gehen wir doch gleich mal nach oben. Okay, hier oben ist alles sauber. Oder? Na, es sieht sauber aus. Ha! Jetzt laufe ich einfach über alle hinweg. Ihr Loser! Ciao, Mann! 300 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht! Und ein Credit Chip. Und ein Munitionskapazitäts-Upgrade. Yeah! Und der rettende Lüftungsschacht. Und er führt uns zu einer Leiter nach unten. Wo ist die Leiter? What the? What the fuck? Wo ist die Leiter? Danger. Na super, soll ich da jetzt runterspringen? Boah, da muss ich meine Füße verbessern. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Das überlebe ich nicht. Wie gut, dass ich noch zwei Praxispunkte habe. Füße. Sprungoptimierung. Nein, das ist Springen, das ist Rennen. Lautlos laufen. Lautlos sprinten. Boah, das muss ich mir auch noch holen. Was ist das? Lautlos Springlandung. Ah, okay. Nee. Ah, was ist das? Icarus Landesystem. Ja, genau, das brauche ich. Fette Sache. Alles klar. Dann testen wir es mal gleich. Wie gut, dass ich im rechten Augenblick immer zwei Praxispunkte habe und das Richtige kaufen kann. Los geht's. Weiche Landung. Aha. Elektroschockpistole kann ich gut gebrauchen für diese ganzen Kameras. Weißt du, was das heißt, Mann? Wir werden bald alle durch Roboter ersetzt. Scheiße gelaufen. Zwei Stück. Aber ich bin fast am X. Ich glaube, ich lasse sie in Ruhe. Ihr habt Glück, Jungs. Ich bin heute gut gelaunt. Okay. Ah, Security Bot. Das hätte auch sehr unbequem werden können. Aber hier bin ich richtig. Da ist noch einer, der mir im Weg steht. Kuckuck! Zeit für eine Pause, Kumpel. Schlaf gut. Herr mit deiner Waffe. Herr mit deinen Credits. Hm, 25 nur. Deine anderen Belltower-Kumpels waren viel reicher. Okay. Sicherheitsstufe 3. Wird auch nicht einfach. Aber egal. Das schaffe ich. 30%. Und da ist er schon.
Und da ist er schon. Aber egal. Ich schaffe es. Zugriff gewährt. Jawohl. Schwarzer Hut. Hat sich das wenigstens gelohnt? MP-Munition. Auch mehr. Kreditkarte. Was ist das hier? Der Heizraum? Betäubungspfeile. 3 Stück. Bald schwimme ich in Munition, echt? Geht's da lang? Noch ein Heizraum. Leer. Super. Aha. Da geht's nicht weiter. Abgeschlossen. Ich bin neugierig, was sich da drinnen versteckt. Das ist wieder ein großes Netz. Erstmal den Einser. Dann das hier. Okay. Nicht schlecht. Uhu. Noch bin ich nicht entdeckt worden. Jetzt aber, oder? Ja. Jetzt will er zumachen. Zu spät, mein Freund. Ja. So sieht's aus. So sollte es immer laufen. MP, MP. Langweilig. Wer braucht schon so eine Muni? Aha. Aufzug. Jetzt geht's in den Tower. Ja. Richard, ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengo bringt. Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von denen ich wissen sollte. Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengo dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. Na, da bin ich mal gespannt, ob da wirklich keine Wachen sind. Als Lager. Okay. Oh, ich sehe schon wieder Strom. Schau an. Hier ist es sogar offen. Ah, noch mehr Munition, Schrot. Jemand lässt wieder seine Kohle rumfahren. Na gut, wenn er sie nicht braucht, nehme ich sie. Okay. Kisten. Brauche ich nicht. Was ist das? Ein PDA? Ist noch irgendwas? Noch mehr Kisten. Wofür denn? Oh! Oh! Ein Wurm, danke! Coole Sache. Lesen wir mal das PDA. Hier. Bla 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 bla. Bla bla bla. Nichts. Das hier ist noch verschlossen. Sicherheitsstufe 4. Verdammt. Das kann ich nicht hacken. Bin ich zu schlecht. Aber da drin liegen sowieso nur Waffen und zum Strom ausschalten. Ach, verdammt. Mist. Egal. Komme ich da trotzdem raus? Ah, ich komme nur nicht da hoch. Ah, aber da ist ein Lüftungsschacht. Hier sind 2 Spinte. Interessant. Ich komme nicht hoch. Dann versuchen wir es doch mal so. Ha! Hey, 300 Pfadfinder. Super. Noch mehr Credits. Wow. Was für eine Aussicht. Die Frage ist jetzt, ob ich jetzt hier oben entlang gehe? Da sind Kisten, da ist irgendwas bestimmt Wertvolles drin. Oder ich gehe... Mal gucken. Das Fass kann ich nicht bewegen. Nein. Da sind noch die großen. Ich versuch's mal mit den kleinen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Okay, schon mal geklappt. Dum-di-dum-di-dum-di-dum.
Da hoch komme ich aber noch immer nicht. Gib mir die Kiste noch. Mist. Ich müsste meine Füße verbessern, damit ich höher springen kann. Aber egal, ich habe ja noch ein paar Kisten. Ich schaffe das auch mit den Kisten. Ich brauche nicht unbedingt meine Fuß-Upgrades. Ich schaffe das auch so. Sag ich doch. Okay, da ist nichts Interessantes, so wie es aussieht. Hier oben geht's auch nicht lang, oder? Nein. Umsonst gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Na doch. Na gut. Dann halt nicht. Außer vielleicht von der Seite. Komm her. Zack. Zack. Sehr schön. Zack. Zack. Wo geht's wohl hier oben lang? Wäre ich mit dem Lüftungsschacht auch hier hochgekommen? Das ist halt die Frage. Oder hätte der mich woanders hingebracht? Haha! Noch mehr Spinte! Noch mehr Munition! Noch mehr Kisten! Okay, ich bin am Ziel. Und noch ein Aufzug, der mich weiter nach oben führt. Jensen, was genau suchen Sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Van Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke über der Stelle, wo Sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich zugänglich. Sie sollten also Ihre Waffen wegstecken. Verstanden. Okay. Yeah. Wir haben sogar 500 Bonus gekriegt für... Oh, wow. Nicht schlecht. Das sieht richtig geil aus. Okay. Schöne Aussicht. Aber wo gehe ich jetzt lang? Erstmal schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht finde ich noch was Interessantes. Sieht nicht so aus. Hm? Nein. Ich heb jetzt alle Kisten an, nachdem ich mal hier so ein Virus gefunden habe. Hey! Hm. Sie müssen einer von denen sein, die gerade befördert wurden. Physisch augmentierte Arbeiter wie Sie findet man normalerweise im Cryolab. Ja, ja. Ich bin kein Arbeiter. Das ist inakzeptabel. Ich muss sofort ins Legion-Labor. Okay. Hier oben ist ja High Life. Bell Towers. Hey, okay. Was geht, alles klar? Okay, ich darf hier durch. Ich darf nur nicht hacken. Ah ja. Kamera. Und Typ. Uff. Und Security Bot, wenn er mich erfasst. Oh, oh. Ich darf Sie nicht reinlassen. Zutritt zum Labor nur mit Legion Zugangspass. Mist, der muss noch auf dem Schreibtisch liegen. Bin gleich wieder da. Ich habe drei Optionen. Ich schalte die Kamera aus und schlag dich um und laufe einfach rein. Oder ich laufe zurück. Security Bot. Und schieße auf das Gasfläschchen und vernebel dich so. Oder ich suche diesen blöden Zugangspass. Und diese Tür sagt mir, ich suche den Zugangspass. Darf ich hier rein, oder? Ohne Probleme. Habt ihr da was dagegen? Ja, gut. Ah, Schmerztabletten, danke. Okay, hier hat jemand seine Credits liegen lassen. Der Computer ist auch ungeschützt. Aber kein Zugangspass. Kisten.
Oh, ein Waffenlager. Typhoon-Munition. Armbrustbolzen und Whisky. Ja, Mann. Jetzt bin ich gut versorgt. Schmerztabletten und Alkohol. Jetzt kann die Party abgehen. Ist der vielleicht hier dahinter? Nein. Scheiße. Ich hab gedacht, ein Lüftungsschacht wäre dahinter. Alles klar mit dir? Darf ich hier rein? So, nein, besser nicht. Aha. Aha. Da habe ich ihn doch gefunden, den Lüftungsschacht. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ah, Jackpot. Wir sind richtig. Und schau an, was da auf dem Tisch liegt. Die Zugangskarte. Danke. Mal ein bisschen Munition sammeln. Ah, was ist hier drin? Nichts. Ah, wir sind voll. Verdammt. Egal. Ein paar Betäubungspfeile. Oh oh. Der hat mich gesehen, oder was? Ah, da läuft er rum. Egal, ich muss aufpassen. Hoffentlich macht er mir jetzt nichts, wenn er mir entgegenkommt. Hey, ich hab den Zugangspass. Da sind Sie ja wieder. Haben Sie Ihren Legion-Pass jetzt dabei? Kein Problem. Hier ist er. Scheint okay zu sein. Tut mir leid wegen der Umstände, aber da drin finden offensichtlich ziemlich wichtige Dinge statt. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie machen gute Arbeit, Soldat. Kein Problem. Jetzt bin ich sowieso drin. Ja, genau. In dem Labor bin ich schon lange nicht mehr. Junge. Was wird denn hier gemacht? PDA, danke. Mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ein Zugangscode. Ah, die Computer sind ungeschützt. Der hier auch. Tatsächlich. Alle Computer ungeschützt. Was muss ich hier machen? Muss ich hier nur vorbei oder muss ich hier irgendwas holen? Nee, ich muss hier nur vorbei, ne? Darf ich hier rein? Hey! Ich wollte was melden. Das reicht! Okay, okay. Okay, okay, okay. Dann gehe ich halt ein Stockwerk weiter nach oben. Darf ich hier auch entlang, oder hast du da was dagegen? Schöne Nacht. Ich würde mich viel lieber in der Stadt amüsieren, als hier rumzustehen. Tja. Junge, Junge. Alles voll mit Augmentierung. Ah. Was gibt's hier? Nichts. Was ist hier drin? Hm, kann ich auch nicht anwählen. Nichts. Nur Kisten. Also gut, dann gehen wir weiter. Wir dürfen doch weiter, oder? Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong deutlich an. Wir haben jede Menge Beschwerden über die Temperaturen im Datenkernraum. Zu heiß? Nein, zu kalt. Ich glaube, die Lüftung ist zu stark eingestellt. Ich schicke jemanden hin. Hm, interessant. Boah, noch mehr Security-Bots. Ich muss hier die Füße stillhalten, weil sonst habe ich ein fettes Problem. Überall Wachen. Ah, schau an. Komme ich aber nicht rein. Hm. Auch nichts. Obwohl. Ah. Klar, ich halte ein bisschen dein Geld. Von Andrew, was ist hier drin? Waren im Tagesverlauf eingebrochen, komm nachdem schon. Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident PDA. Okay, und was ist das? Erstmal wieder auf den neuesten Stand bringen. Kein Zugangscode, noch nichts. Ah, Mist. Wo wollen Sie denn hin? Zur Datenzentrale hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Sie kommen da nicht rein. Dann probieren wir es doch mal. Unter Druck setzen, besänftigen, bezaubern.
Probieren wir es mal mit besänftigen. Oh, tut mir leid, ich bin neu hier. Ich muss mich erst noch ein bisschen orientieren. Hören Sie, ich will nicht wieder falsch abbiegen und irgendwo landen, wo ich nicht sein sollte. Können Sie mir sagen, ob diese Tür der einzige Zugang zur Datenzentrale ist? Die ist groß, Neuer. 2 Stockwerke. Aber die Zugänge sind verriegelt und ich glaube kaum, dass die Wachen in der Sicherheitszentrale sie an ihr Terminal lassen.